Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar sitze ich gerade in meinem Auto und habe mir gedacht, ich mache ein Video für euch, da in letzter Zeit keine Videos mehr gekommen sind und schon einige Tage vergangen sind. Ich habe mir gedacht, ich sage euch mal kurz meine Meinung zu dem Thema, wer für mich der krasseste Newcomer in letzter Zeit ist. Was heißt Newcomer? In letzter Zeit so den Rapper, den ich am meisten feiere. Und ja, ich fackel auch nicht länger dran rum. Meiner Meinung nach ist Giannosch zurzeit der krasseste Rapper auf jeden Fall. Der hat auch wirklich gar keinen Hype. Ich meine, seine Lieder, wenn wir das jetzt auch mal auf YouTube vergleichen, haben in einer Woche vielleicht 1 Million Klicks. Und sind echt krasse Lieder. Ich meine, Selfie war geil, So Jung war geil. Ich meine, sind echt krasse Lieder. Ich denke, sein Album wird einfach krass werden. Echt talentierter Rapper. Hat auch was in der Birne. Ich habe mir einige Interviews von ihm gegeben. So 2-3 Stück. Die gehen 2 Stunden lang. Also ich feiere Giannosch auf jeden Fall mega. Der hat auf jeden Fall mehr Hype verdient. Ja, meiner Meinung nach sagen Klicks eigentlich auch echt gar nichts mehr aus. Ich meine, wenn einer innerhalb von, keine Ahnung, einer Woche, einem Monat 60 Millionen Klicks hat. Und so ein talentierter Rapper nach einer Woche oder so gerade mal 1 Million Views bekommt, ist schon echt schade, aber das sagt auch was über die Gesellschaft mittlerweile aus. Ich meine, da gibt's Rapper, ja, da verstehst du die Texte nicht mal oder die haben einfach keinen Sinn dahinter. Und ja, Giannosch, seine Lieder geben dir irgendwo entweder eine Message mit oder sind nicht einfach so dahergelaufene Wörter. Wie gesagt, schreibt doch mal eure Meinung zu Giannosch in den Kommentare und schreibt auch gleich dazu, welcher Rapper eurer Meinung nach der krasseste zurzeit ist. Wirklich egal, ob ein Newcomer oder jemand Altes, der wieder am Start ist. Ich meine, es gibt schon zurzeit echt viele krasse Rapper, aber Giannosch feiere ich zurzeit am meisten. Das sind einfach geile Lieder, die der bringt. Aber leider, ja, der hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Vielleicht kommt es ja noch, man weiß ja nie. Unterstützt ihn auf jeden Fall. Wer seine Lieder nicht gehört hat, gebt euch auf jeden Fall mal seine Lieder. In diesem Sinne, das war's eigentlich auch schon von mir. Es gibt natürlich auch viele andere gute Rapper, aber meiner Meinung nach feiere ich zurzeit Giannosch echt am meisten. Und ja, der hat's auf jeden Fall auch verdient. In diesem Sinne, Grüße gehen raus. Ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass sein Album sich sehr gut verkauft, dass die Streams auf Spotify explodieren und... Ja, in diesem Sinne, ich fetz jetzt, ich muss noch einiges erledigen und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Peace!